Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, ich bin am überlegen, welche der Quests wir hier noch machen. Genau hier. Weil, komm, wir können auch mal mit Gabel quatschen. Vielleicht haben wir neue Infos für ihn, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kriegen wir da auch wieder Erfahrungspunkte. Denn wir brauchen jetzt insgesamt nur noch 2105 Erfahrungspunkte für die nächste Stufe. Und Stärke sind wir bei 62. So, und da will ich definitiv zusehen, dass wir den fertig machen. Den Bulko. Das war doch schon vorher klar. Und ein bisschen mehr in Zweihänder auch noch investieren. Also, die waren schon lange nicht mehr hier. Kerl kann einem leid tun. Also ich zumindest. Ihr habt das nur vor ein paar Folgen noch gesehen. Hey, du. Da haben wir nichts Neues, okay. Gegen die Varane will ich jetzt auch noch nicht kämpfen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Das ist ja interessant. Irgendwie müssen wir doch noch an Erfahrungspunkte kommen. Meldor und den Dude will ich jetzt auch nicht kaputt hauen. Weil dann habe ich die ganze Stadt auf mich gehetzt. Aber wir können hier eben noch schnell das ganze Fleisch kochen. Nee, hier. So, ganz schnell. 29 haben wir, glaube ich. So, das müsste aber jetzt schnell gehen. Boah, mir juckt die Nase die ganze Zeit. Das liegt am Wetter, glaube ich, bei mir. Wieso reagiert er oft nicht? Oder liegt es an meiner Tastatur mittlerweile? Ich hoffe nicht, dass es an der Tastatur liegt. So. Alter, wie viel müssen wir jetzt kochen? Und warum kriegen wir dafür keine Erfahrungspunkte, dass wir kochen? So, wie viel haben wir noch? Womit denn? Ah, okay, haben wir schon fertig. So. Oder wir könnten jetzt schon mal hochgehen zu Bulko und nochmal versuchen, denn wir sind ja jetzt bei 62 Stärke. Das sind schon mal nochmal 5 stärker als vorher. Und versuchen es noch einmal. Und Gesundheit sind wir bei 210. Schutz vor Waffen und Schutz vor Geschossen. Hat man nicht irgendwie was hier, was vor Waffen schützt? Wegen der Lebenskraft? Geschicklichkeitsbonus. Und das verkaufen. Das ist schlimmer. Er erzählt alles weiter. Ach, erzähl mir nicht sowas. Wirklich? Ja, gut. Egal. Oder wir gucken hier einmal links, ob hier irgendwas wieder gerespawnt ist. Das habe ich schon immer gesagt. Ich hoffe wirklich, dass da was gerespawnt ist. An Gegnern. Wenn Gegner wieder neu da sind, das ist das Beste, was passieren kann. Goblinbären. Nein, hier ist nichts neu gespawnt. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir direkt Richtung Bulko. Vergessen, dass hier zwei Tote lagen. Kann auch mal vorkommen. So. Das heißt dann, wir riskieren es jetzt mit Bulko. Ich hoffe, 62 reicht aus, um ihn fertig machen zu können.
Denn ich finde das echt heftig, wie stark der ist. Und irgendwann müssen wir auch noch in die Kolonie und da sind Orks. Jede Menge Orks. Aber warte, wir können auch hier runtergehen. Gucken, ob hier nochmal was ist. Ach, hier, doch, hier waren wir schon mal. Was, eine Heilpflanze? Bevor wir hier von irgendwas überfallen werden, ich glaube, hier war ein Schattenläufer irgendwo. Nee, das sind die Viecher, gegen die wir noch nicht ankommen. Gab's hier nicht mal irgendwie Gegner? Noch. Hier, ich höre doch Mäuse. Irgendwo hier sind doch Mäuse. Oder Ratten. Ihr hört die doch auch, oder? Ich bilde die mir nicht ein. Oder sind die hier irgendwo drunter in der Höhle? Und man hört die Höhle durch. Ich gehe mal davon aus, dass da irgendwo eine Höhle drunter ist. Eine Höhle. Eine Höhle. Und dass es damit irgendwie zu tun hat. Und die Banditen da oben an der Brücke kommen wir auch noch nicht zurecht. Ist hier irgendwie, ich hoffe, hier sind auch Gegner gespawnt. Feldräuber oder sowas. Irgendwas. Irgendwas, gegen das wir schon ankommen können. Warte, warte, warte. Ja, Feldräuber. Da sind welche. Okay, aber erstmal die Keiler. Als allererstes die Keiler. Jetzt trifft ihn. Komm. Ich verstehe das nicht, warum der Ort das so langsam macht. Aber gut, das heißt, das können wir speichern. Und gegen die Feldräuber da oben antreten. Ja, du wirst mir reichen. Nice. Fehlt uns immer noch zu viel. Aber egal, das speichern wir. Boah, bitte seien hier noch mehr Feldräuber. Oder Dodos. Tote, Untote, Skelette. Da lieber nicht hin. Skelette schaffen wir nicht. Ausgerechnet die Viecher. Warum die? Scheiße, erschrecke ich mich jetzt auch noch. Nein! Ausgerechnet jetzt.
Okay. Gut, dass wir die Feldräuber noch gemacht hatten. Die sind jetzt... Okay, die sind hinter uns her. Aber auch nicht allzu sehr. Okay, ich sehe die jetzt auch nicht mehr. Gibt's hier irgendwie was? Feldknöterich. Also, wie sieht's da oben aus eigentlich? In dem Bereich. Hier ist zwar jetzt gleich die Brücke, aber wenn wir versuchen, hier mal hochzugehen. Jetzt spawnen die nach. Aber ich will mal gucken, ob wir hier überhaupt hoch können. Nee, das können wir nicht. Okay, schade. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg Richtung Bulko. Wir müssen zusehen, dass wir den jetzt platt kriegen. Ich finde es schade, dass hier wirklich viel zu wenige Gegner sind, die man platt machen kann für die Erfahrungspunkte. Und die Quests irgendwie auch sehr, sehr schwer sind, irgendwie hinzukriegen. Denn wir haben jetzt eine riesen Liste an Quests, die wir momentan nicht erfüllen können. Weil wir zu schwach sind, irgendwie das zu erfüllen. Um überhaupt dahin zu kommen, wo wir das erfüllen können. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Was ich jetzt hoffen kann, ist, dass wenn wir jetzt es nochmal gegen Bulko versuchen, dass wir dieses Mal stark genug sind, das erstens lang genug zu überleben gegen den und zweitens, dass wir dann auch... Alter, dieses Geknister hier. Dass er uns auch nicht allzu viel Schaden macht, aber Gesundheit müssen wir eben auch nochmal... Drachenwurzel haben wir. Nochmal einen Stärke. Keine Ahnung, wo wir die Drachenwurzel jetzt her hatten. Dunkelpilze geben Mana? Feldknöterich? Ich glaube, wir müssen das mal alles mal fressen hier. Einfach, weil wir es können. Wenn Futtern hier uns auf Dauer was gibt. Müssen wir alles fressen anstatt verkaufen. Die Heilpflanze. Goblinbeeren. Geschicklichkeit, okay. Wir haben wieder zwei Fleisch auch noch. Also eins essen wir noch und dann, was haben wir hier unten? Ich mich jetzt erschrocken. Alter. Erstmal Zeitlupe. Wie lange dauert das jetzt an? Wie viel Stärke haben wir jetzt? 63. Speichern wir trotzdem mal. Und gucken hier mal auf der Seite des Feldes, ob hier vielleicht noch Gegner sind, gegen die wir ankommen.
Ah, jetzt ist wieder normal. Goblins. Nee. Andere Goblins. Jo. Andere Goblins. Ich hatte mich kurz gefreut. Ganz kurz. So ein kleines bisschen. Okay. Ja, 63. Wir müssen mehr Drachenwurzeln finden. Boah, jetzt frage ich mich, wie viele Drachenwurzeln kann man hier insgesamt finden? So, jetzt sind wir kurz vom neuen Lager. Vom neuen Lager, sag ich schon. Kurz vom Banditenlager. Speichern jetzt hier. Und wir riskieren es jetzt einmal gegen Bulko. Ich weiß jetzt nicht, ob er da irgendwo auf uns wartet, um uns zu vergraulen. Die quatschen uns jetzt nicht drauf an. Okay, die tun uns erstmal alle nix an. Speichern wir jetzt hier und legen uns mit dem Dude jetzt an. Das hat er doch vorher gewusst. Du bist ja immer noch hier. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass ich dich in Frieden ziehen lasse. Du hättest besser auf mich hören sollen. Weg mit der Waffe! Alter. Nicht schlecht. Okay, das wird ihm eine Lehre sein. Das war diesmal einfacher. Definitiv. Dann versuchen wir es noch einmal. Aber dann gehen wir mal raus. Du bist ja immer... Ich dachte, du hättest... Also, einmal hier hin. Alter. Nicht schlecht. Okay, das hat nicht geklappt. Mit dem Abhauen. Aber Bulko will ich fertig haben. Den will ich fertig machen. Du bist ja immer noch. Ich dachte, du hättest besser. Weg mit der Waffe! Nein! Mit dem Verteidigen funktioniert es nicht immer. Nicht schlecht. Das wird die beiden. Okay, erste Runde hatte sogar tatsächlich besser geklappt. Gegen den. Du bist ja nicht du. So schnell? Alter. Nicht schlecht. Das wird ihm eine Lehre. Gefällt mir gar nicht. Was soll denn das? Warum ist er auch so stark? Das gefällt mir echt nicht. Nee. So, und schnell. In die Richtung vielleicht. Können wir hier hoch? Wenn wir... Wir können auf die Armbrust jetzt nicht wechseln. Oder so. okay. Nee, komm nicht auf die Idee. Komm jetzt nicht. Nein. Meine Meinung will ja keiner hören. Will jetzt ernsthaft.
Vorsicht! Wo ist jetzt er? Ich krieg dich noch! Alter! Okay, den könnten wir jetzt gleich schaffen. Ja. Komm. Komm, komm. Ein Crit. Nein, nicht, nicht Crit auf uns. Alter, nein. Das war so knapp. Das war so knapp. Oh, mein Herz rast. Wo ist Bulko jetzt hin? Da. Du bist nicht. Nein. So. Wo ist er hin? Da unten. Okay. Nein. Alter. Okay, das war jetzt nicht so nice wie vorhin. Vorhin war es besser. Das war so kurz. Warte mal, können wir bei dem hier irgendwo was kaufen? Das war doch klar. Wir sieht, was braucht eigentlich gar nicht mehr. So, was habt ihr? Beile? Bolzen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So, haben wir jetzt erstmal viel Geld ausgegeben. Hat er sonst hier... Der hat nicht so geile Waffen für uns. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Und wir brauchen den da anzuvisieren. Ich habe aber jetzt eine Idee. Wo ist Bulko hin? Bulko? Ich speichere noch einmal, vorsichtshalber. Wo ist Bulko hin jetzt? So. Nee. Wo ist jetzt... Was passiert, wenn ich den da jetzt... Thekla hat ein Problem mit dir. So? Was hat die gute Frau denn? Und warum kommt sie nicht selbst? Das weißt du verdammt gut. Warum unterhältst du dich nicht ein bisschen mit meinem Freund Bulko darüber? Ja, wo ist er denn? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das ist doch Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Wo steckt der Penner jetzt? Das ist doch keiner mehr nicht verdient. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Hier ist Khalid. Sie? Aber Bulko ist nicht hier. Das hat er doch vorher Söldner, gewusst. Söldner? Das war doch schon vorher klar. Ich versuche mal, das nochmal neu zu laden. Hier. Vielleicht ist er dann da. Ich kann das nicht glauben. Was passiert, wenn wir pennen gehen jetzt? Ist das Bulko? Du bist ja immer noch hier. Hier ist der Penner. Ich dachte, wir hätten uns darauf... Du hättest... Okay, komm. Das kann...
Hast du's gezeigt? Okay, wir wissen jetzt, wo der Penner ist. Dann mach, wenn er jetzt da vorne ist. Meinst du, hier geht es besser, man noch glauben kann? Das hier riecht dann erstmal nach. Ja, erstmal zu einer Pissen, ne? Ich erzähl dir doch nichts. Du bist ja nicht, du. Ich habe das schon getan. Mein Gott. Alter. Komm. Alter. Das hat er verdient. Okay, nochmal. Wir machen den jetzt fertig. Also, es ist jetzt möglich für uns. Ja, ich dachte, du hättest. Alter, wieso schlägt er nicht ein zweites Mal zu? Ich raff das nicht. Warum ist das nicht möglich, dass er noch ein zweites Mal zuschlägt? Was darf halt nicht alles sein? Du bist ja immer. Das hat er verdient. Ich werde jetzt kurz mal versuchen, mich mehr darauf zu konzentrieren, den fertig zu machen. Aber warum schlägt er nicht zweimal zu? Also unser Charakter hier, und der namenlose Held. Wo hast du das denn schon wieder her? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ah. Wem hast du's gezeigt? Wir versuchen das noch einmal über die Tribüne da oben vielleicht. Ich will den jetzt aber auch nicht umbringen. Ich will ihm jetzt nur eine Lektion erteilen. So, ganz schnell. Nein. So. Wo steckt er jetzt? Da. Jetzt wird... Jetzt wird's lustig. Okay, jetzt haut er eben kurz ab. Der kommt jetzt wahrscheinlich von hier. Ich krieg dich noch! Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ist das wirklich wahr? Ja, wo? Schnell! Oh, hör auf, den jetzt anzuvisieren! Das wird ihm eine Lehre. Dass er nicht aufhören kann, anzuvisieren, wenn man abhauen will. Können wir hier hoch? Okay, hier können wir hoch. Ich habe so einiges gehört. Ich brauche mehr Ärger, kann ich nicht gebrauchen. Du bist. So, als allererstes gehen wir da hoch. So, wo steckt er jetzt? Hier. Nein, nicht toll auf Pulver. Jetzt geht's zur Sache. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Komm. Wir haben ja 100 Schuss. Ich hab mir das schon gedacht. Jo, gleich haben wir den. Ja, das schnell speichern. Dann machen wir das auf diese Art. Das ist ein bisschen unfair. Und wechseln. Wie hat er das nicht?
Jo, nice. Nehmen wir alles weg von dem. Robes Kriegsbeil. Haben wir auf die heimtückelte Misa dazu hingekriegt. Das ist doch so. Aber der lebt noch. Er ist gerannt, als ob Bilja selbst hinter ihm her wäre. So, mal gucken, was der jetzt sagt, wenn er jetzt aufsteht. Ich kann das nicht glauben. Also, so. Versuch das ja nicht nochmal. So. Meine Meinung will ja keiner hören. Sagt dir der Name Pepe etwas? Ich kapiere zwar kein Wort von dem, was du da faselst, aber dein Ton gefällt mir nicht. Du hättest auf seine Schafe aufpassen sollen. Was interessieren mich seine Schafe? Lee interessieren sie. Worauf willst du hinaus? Wenn du mir weiter auf den Keks gehst, werde ich dafür sorgen, dass du die Schafe bezahlen musst. Wenn du also auf deinen Sold Wert legst, lass mich in Zukunft zufrieden. Du... Ja, sieh zu. Dieser kleine Penner. Ja, du bist hier der Penner. Warte mal. Ich hab noch etwas mit dir. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Hör zu, du hast gewonnen. Jetzt lass mich in Ruhe. So, wie sieht's mit Silvio jetzt aus? Speicher das jetzt auch nochmal. Und wir quatschen jetzt noch einmal mit Silvio. Mit dem Penner. So. Thekla hat ein Problem mit dir. So? Was hat die gute Frau denn? Und warum kommt sie nicht selbst? Das weißt du verdammt gut. Warum unterhältst du dich nicht ein bisschen mit meinem Freund Bulko darüber? So, weil ich Bulko fertig gemacht habe. Hey, Arschloch. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich mich mit dir auf ein Duell einlasse. Kriech wieder unter deinen Stein. Hm? So, versuchen wir das nochmal. Ziemlich viele Leute reden über dich. Ziemlich viele Leute reden zu viel. Ja, du auch. Ich bin gerade richtig angepisst auf den Penner. Mein Gott, Junge, mach das ja nicht nochmal. Okay, dem habe ich keinen Schaden gemacht. Ja, Bulko, verpiss dich. So, reden wir dann noch einmal mit Dings da hinten? Das hat er wirklich nicht verdient. Silvio müssen wir auch noch den. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Hier Dings. Den auch noch aus dem Verkehr ziehen, sag ich jetzt mal. Oder ein paar Lektionen beibringen, ein paar Manieren. Wo ist denn jetzt eigentlich der Schäfer? So, Pepe. Bulko hat seine gerechte Strafe erhalten. Bulko hat seine gerechte Strafe erhalten. Ich habe ihm eine Lektion erteilt. Das hat das Schwein verdient. Definitiv. Wie geht's dir und deinen Schafen? Wie geht's dir und deinen Schafen? Gut. Aber die Wölfe kommen bestimmt irgendwann wieder. Und dann werden es bestimmt mehr sein. Ja, hoffentlich, weil dann kann ich hier dann noch mehr Erfahrungspunkte sammeln. So. Die Sonnenallure. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sonst noch machen müsste, könnte. Außer Boromir mal vorknüpfen, auch noch. Ich glaube nicht, dass ich damals bei mir geht es besser. Immerhin haben wir Bulko fertig gemacht. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.